So, versuchen wir es mal. Ich habe da so eine abgelaufene Tüte Lebkuchenherzen gefunden mit Aprikosenfruchtfüllung. Hier nochmal das Ablaufdatum zur Kontrolle. Heute ist der 10.11.23. Die Tüte ist also jetzt locker 1,5 Jahre drüber. Und wenn ich die jetzt aufschneide, dann können wir sehen, dass die Lebkuchenherzen da drinnen immer noch erstklassig aussehen. Da ist so ein bisschen das Milchpulver schon ausgetreten, weil das Vollmilchschokolade ist. Steht hier gar nicht drauf. Doch, steht hier drauf. Da steht Vollmilch. Das hat den ganz einfachen Grund, weil mir diese Zartbitter-Variante eben nicht ganz so gut schmeckt, habe ich die in Vollmilch mitgebracht. So, und wir können jetzt mal den gesamten Inhalt der Tüte in so eine Kunststoffdose leeren. Und dann sehen wir, dass die so ein bisschen komisch aussehen, nämlich wie ganz normale Lebkuchenherzen. Und jetzt wechseln wir mal in den Makromodus und dann gucken wir mal genau auf diese Stellen drauf. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass das kein Gammel ist, weil ich tatsächlich noch eine andere Tüte Lebkuchenherzen gefunden habe, die durchsichtig gewesen ist, die Verpackung. Und da hat man den Gammel tatsächlich auf den Lebkuchenherzen sehen können. In Form von, ja, Schimmelflaumen. Der ist hier noch nicht zu sehen. Wir wechseln mal. So, Super Makro läuft. Dann nehmen wir mal eins von diesen Herzen und kommen wir mal an die Super Makro Zone. Das ist alles nur Milchpulver. Wenn das Gammel wäre, dann wäre das nicht so leicht. Und wenn ich das jetzt aufbreche, also dann müsste ja innen drin auch was zu sehen sein, aber das wird nicht sein. Da sieht ganz normal aus. Wenn das so am Glitzern ist, das ist ja keine Trockenfüllung, das ist ja eine Feuchtfüllung. Und dementsprechend, das ist also alles noch im Rahmen. Kann mal gucken, wo die Kamera mit dem Makromodus zu Ende ist, wenn ich noch ein Stückchen näher komme. Kann das schon mal in den Mund stecken, dann ist das schon mal die andere Hand frei. Aber die Stellen, die wir jetzt als Gammel so ein bisschen auch vermutet hatten, sind unterm Strich gar kein Gammel. So, da ist jetzt der Fokus von der Kamera am Ende. Aber unterm Strich, wenn man sich da jetzt drauf konzentriert und ich das drehe im Licht, dann sieht man, wie sich das dann, wie die Spiegelung sich verändert. Und hier oben an der Bruchkante, da kannst du ganz gut sehen, wie sich dann das Milchpulver aus der Schokolade einfach nur gelöst hat. Das ist bei anderer Vollmilchschokolade auch so.